So, mit 2 Minuten Verspätung, mit dem wirklich sehr kreativen Adapter, den wir hier gebaut haben, haben wir jetzt endlich den nächsten Talk, How to Build an ISP vom Falk. Einführung wird er selber machen. Viel Spaß. Danke. Eins gleich vorweg, wenn ihr Fragen habt oder euch Abkürzungen nicht klar sind, Hand heben, Frage stellen, auch bitte während des Talks. Ich möchte nicht, dass ihr zwischendurch irgendwie durch irgendwelche Abkürzungen stolpert oder Fachbegriffe stolpert und dann den Rest einfach nur noch... Das bin nicht sinnvoll. Ja, ich kann tatsächlich mal über ein Kundenprojekt reden. Und zwar, wer bin ich? Ich kümmere mich eigentlich von vorne bis hinten um Infrastruktur. Bei der Profi AG, das ist so eine so ein klassisches Systemhaus. Wir machen auch ein bisschen Beratung und so weiter. Und ich mache halt von Netzwerk über Linux irgendwie alles. So, wir bauen uns einen ISP. Warum bauen wir uns einen ISP? Internet hinterm Deich. Ich wohne so ungefähr 50 Kilometer südlich von Hamburg. Da gibt es so einen schönen großen Fluss, der nennt sich die Elbe, und rechts und links ist ein Deich. Das Ganze ist relativ sumpfig und ein bisschen dünn besiedelt, was dazu führt, dass die Telekom da einfach keine Kabel hinlegt. So, die Leute, die da wohnen, haben üblicherweise so ein, wenn sie Glück haben, 768 Kilobit DSL, vielleicht irgendwie zwei ISDN-Leitungen oder irgendwie so 2 bis 4 Megabit LTE. So, der 16-jährige Nachwuchs üblicherweise fängt irgendwann an, Fortnite oder sowas zu installieren, kommt irgendwie so ein Stück vom Balken und dann sagt das LTE, Sie haben Ihr Datenvolumen verbraucht. Das ist irgendwie nicht schön. Und dann hat sich jemand gedacht, wir tun der ganzen Gemeinde mal was Gutes, wir kaufen uns mal einen Mast. So fing das Ganze nämlich an. Wir haben da mal so einen Mast. Die Idee ist, die Vierlande und Marschlande halt mit Internet per Funk zu versorgen. Zum Glück ist das Ganze relativ flach, das heißt, man kommt mit einem zentralen Mast relativ weit. Das Aufbauen sieht dann so aus. Man nehme ein Stück Feuerwehrleiter, damit man das Zeug da oben drauf geschraubt kriegt, während der Mast ausgefahren ist. Und man sollte sich sicher sein, dass man das da oben wirklich drauf haben will, weil wenn das da einmal oben ist, kriegt man das so schnell nicht wieder runter. Na, weil wenn ich so einen einzufahrenden Mast habe, habe ich das Problem, ich muss die Kabel irgendwo festmachen. Was passiert, wenn ich den Mast einfahre? Sind die Kabel immer noch fest und irgendwann ab. Das ist doof, gerade bei Glasfasern. Ihr seht da oben, das ist alles noch so relativ dicht gedrängt. Das waren die ersten Anfänge. Das waren so die ersten Fehler, die wir gemacht haben, weil 8-Sektor-Antennen kann man da oben ja draufschrauben. Das passt ja vom Öffnungswinkel. Schrauben wir sie alle dicht aufeinander. Was passiert? Ubiquiti, denkt man eigentlich, sollte das Radio ein Gehäuse haben, wo kein RF rauskommt. Eigentlich. Das führt dann irgendwann zu solchen Stielblüten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber wir haben das Ganze so ein bisschen auseinandergezogen und haben für die Radios erstmal so kleine Pappgehäuse gebaut und dieses Pappgehäuse dann nach nebenan zum Schlosser gegeben, um das Ganze aus Blech zu bauen. Und dann hinten auf die Radios draufgedengelt und plötzlich hatten wir so ungefähr 15 dB weniger Störleistung. Also das hat schon einiges gebracht. Um mit dem Ganzen jetzt mal anzufangen, man braucht ja so ein paar Bausteine, wenn man so einen Internet-Service-Provider aufbauen will. Wir haben einmal Organisatorisches. Ich muss eine Abrechnung haben, weil ich mache das Ganze nicht für Spaß, ich will letzten Endes irgendwo damit Geld verdienen. Ich brauche Support-Prozesse, weil meine Kundschaft hat irgendwann Fragen. Da gehen Dinge kaputt, Router funktionieren nicht mehr, vielleicht qualmt auch aus irgendwelchen Gründen die Antenne oder das Internet ist langsam. Ich sollte nach Möglichkeit Lir werden, weil dadurch komme ich an so Ressourcen wie IP-Adressen. Local Internet Registry. Eine Frage, was heißt Lir? Lir heißt Local Internet Registry, das heißt, ich bin vollwertiges Mitglied beim RIPE, der Organisation, die Internetressourcen in Europa vergibt, und kriege damit 1024 IP-Adressen zugewiesen. V4. V6 kriege ich irgendwie einen ganzen Schwung voll. Das
/29, das möchte ich jetzt nicht rechnen. Ist auf jeden Fall ausreichend, aber V4 ist halt, ich habe 1000 und damit ist Schluss. So, damit kriege ich mit so ein bisschen Glück meinen NAT-Pool irgendwie für meine Kunden bedient und das war's dann. Nichtsdestotrotz sollte man halt Lil werden, weil zum einen, man nimmt am Internet teil und kann der Gemeinschaft ein bisschen was zurückgeben. Zum anderen hat man die Ressourcen und kann sie selber an die Kunden weiter delegieren, ohne auf einen dritten Dienstleister warten zu müssen. Dann gibt es in Deutschland eine ganz hässliche Sache, diese Bundesnetzagentur. Die kommt dann nämlich irgendwann dahin, wenn man irgendwie so ein Gewerbe anmeldet und sagt, ah, du bist also Kommunikationsdienstleister, fällst du in das Telekommunikationsgesetz. Und nach § 190 hast du verpflichtend, ein Sicherheitskonzept abzugeben. Und das bitte, bevor du in den Produktivbetrieb gehst. Sonst wird es irgendwann sehr, sehr schnell sehr teuer. Die Jungs reagieren da ziemlich unentspannt drauf. Klar, kann man sich vorstellen, die wollen natürlich wissen, das ist ein ISP, da sind Kundendaten drin, da sind Kundendaten möglicherweise, die möglicherweise wegkommen können, da hängen private Rechner dran, das will man nach Möglichkeit geschützt haben. Also zumindest diese ganzen Daten, Abrechnungsprozesse, eventuell Verkehrsdaten und so weiter. Dann kommen wir zu den Dingen, die Spaß machen, Technik. Wir haben uns da so ein paar Sachen überlegt. Wir wollten möglichst wenig Router und Geraffel im Feld haben und haben uns gesagt, wir machen diese gesamte Aggregation im Datacenter. Wir geben lieber ein paar Euro mehr aus für Dark Fibers und ziehen das gesamte Zeug ins Datacenter, virtualisieren das da weg und machen das Ganze gemütlich irgendwo auf eine Virtualisierungsplattform. Anstatt irgendwo Router nach draußen zu stellen, also sprich irgendwie für 10.000 Euro Equipment irgendwo aufs Feld zu stellen und hoffen, dass da der Strom nicht ausfällt. Das kriege ich in einem Datacenter deutlich besser gelöst. Ich brauche bei dem Ganzen so ein stabiles Layer 3 Underlay. Das heißt, ich möchte meine Pfade nach Möglichkeit geroutet haben, damit ich mehrere davon benutzen kann und nicht so komische Krücken bauen muss wie LACP über Warnstrecken. Weil 10G reichen nicht, nimmst du eine zweite Strecke dazu. Was machst du üblicherweise im Datacenter? Du machst LACP an. Auf Weitverkehrsstrecken nicht das Beste. Link Aggregation Control Protocol, das heißt, ich mache aus zwei von meinen Röhren eine. Für einen Switch zum Beispiel. Dann war die Vorgabe, so wenig schwarze Magie wie möglich. Es gibt auch Leute, die müssen das letzten Endes irgendwo betreiben und wenn es nachts um 3 irgendwie knallt, dann sollte man das reparieren können. Wir haben über das Ganze ein EVPN-Overlay gezaubert. Was EVPN ist, erkläre ich nachher nochmal. Das nennt sich Ethernet-VPN. Es ist alles automatisiert, das war die Prämisse. Das heißt, wenn so eine Kiste umkippt, will ich auf den Knopf drücken können und dann ist sie wieder da. Und zwar genau in dem Zustand, wie sie vorher war, mit derselben Konfiguration. Wer Dinge händisch ändert, kriegt die Hand abgehackt. Wie gesagt, wir machen das Ganze nicht nur zum Spaß, wir wollen ein bisschen Geld verdienen, deswegen kommt die Wireless-Hardware erstmal von Ubiquiti. Das ist für den Start auf jeden Fall brauchbar. Wenn das Ganze nachher professioneller wird, muss man mal gucken, ob man irgendwo in Richtung 60 GHz oder ähnliches geht, aber für den Start ist das 5 GHz Zeug von Ubiquiti tatsächlich tauglich. Und wir machen alles über Ethernet. Das heißt, keine komischen Sachen wie irgendwie ATM oder ähnliches altes Zeug. Das sollte man sich nach Möglichkeit raushalten. Das heißt, auch über die Dark Fibers geht ganz normal Ethernet. Gut. Warum Aggregation im Datacenter? Wir haben uns da so ein paar Server hingestellt und Open Nebula drauf installiert. Open Nebula ist so eine Virtualisierungsplattform, die mir aus Images auf Klick oder per API Maschinen generiert. Das heißt, ich kann klicken, sagen, ich hätte gerne 10 Stück davon, dann macht das irgendwie Schnirk, rappelt ein bisschen auf der Festplatte und nachher habe ich da 10 virtuelle Maschinen, die alle gleich aussehen, weil sie aus demselben Image geklont werden. Damit machen wir was, das nennt sich Network Function Virtualization. Das ist ein schönes Buzzword, könnte man auch gleich SDN dran schreiben.
Was wir halt tun, wir machen unsere ganzen Access-Konzentratoren. CPEs für Geschäftskunden sind virtuelle Maschinen. Das heißt, wir ziehen quasi per VXLAN den Port von der Antenne bis ins Datacenter durch und haben dann statt irgendwie dem Router vor Ort beim Kunden die Antenne und alles andere läuft irgendwo im Datacenter. Sagen wir üblicherweise, wenn ich einen Geschäftskunden habe, der hat irgendwo so ein Cisco 1800, Cisco 1900 stehen, so eine kleine blau-weiße Kiste, die lustig vor sich hin blinkt. Da sind dann so ein paar Kabel dran, so ein komisches Gammelnetzteil und wenn man Glück hat, ist da auch ein richtiges Schokonetzteil dran. Aber so haben wir gesagt, wir ziehen das als CPE hin, weil wir können zum einen die Konfiguration deutlich einfacher automatisieren, als wenn wir uns mit 27 verschiedenen Router-Plattformen rumschlagen. Ich sag mal so, gerade bei den kleinen Dingern muss ich ja nicht zwingend was hinstellen. Na, oder ich sag mal, so eine APO kostet, Max, was kostet eine APO? 300 Euro? Die kleine 200. Das heißt, ich muss für eine CPE 200 Euro ausgeben, plus nochmal die Antenne, die ich sowieso brauche. Diese 200 Euro für die CPE kann ich mir sparen, ich virtualisiere das Ding einfach. Hab damit auch noch ein bisschen mehr Ausfallsicherheit, als wenn das Ding beim Kunden steht. Latenzmäßig gibt sich das nicht viel, weil der Traffic, wenn er über die CPE geht, sowieso nach draußen will. Damit muss er sowieso über die Leitung raus. Und damit fallen dann halt so Sachen weg wie, der Kunde hat ein Problem und ja, welche Lampen blinken denn an deinem Router? Ich kann halt auf den Router direkt per SSH drauf gucken, kann sehen, kriege ich das lokale Netz. Wenn ich Glück habe, komme ich sogar bis auf die Antenne vor Ort, wenn sie nicht abgefackelt ist. Das heißt, ich kann dann auch direkt gucken, kann sagen, okay, bis zum Ethernet-Port, den wir dir übergeben, ist alles in Ordnung. Das Problem liegt irgendwo bei dir, lieber Kunde. Und habe dann nicht diesen Riesentanz mit, ich komme nicht an die CPE, weil vielleicht jemand den Stecker rausgezogen hat, um Staubsauger einzustecken oder ähnliche Dinge. Und wie gesagt, ich kriege das Zeug jetzt innerhalb von Minuten provisioniert. Ich brauche nicht irgendwie jemanden, der mir mal eben drei Router einrichtet, dann in der VRF die Default-Route vergisst und ähnliche Sachen, die schiefgehen können. So, nochmal etwas größeres Bild von dem Mast. Wireless Aggregation. Das heißt, wie kriege ich eigentlich jetzt meine Kunden daran? Wir haben oben insgesamt 8 von den Sektorantennen, die das Ganze abdecken. Die Spiegel da unten sind Point-to-Point-Links, also Uplinks zu anderen Standorten oder anderen Türmen. Das Ganze ist redundant mit Glas, also so ein Mast binden wir redundant mit Glasfaser an. Wir haben ja ein geroutetes Underlay-Netzwerk, eigentlich auch total unspektakulär. So, da hängen dann 2 Router dran, die machen zur einen Seite HSRP, zur anderen Seite machen sie OSPF auf den ganzen Rest des Netzes, sprich anstecken geht. Wenn einer umfällt, schade, passiert dann halt. Aber eigentlich total langweilig. Wir fahren aber eine MTU von 9000, das heißt, wir erlauben da große Pakete. Das heißt, im normalen Netz habe ich eine MTU von 1500. Wenn ich diese 1500er Pakete jetzt eingepackt in irgendwas anderes transportieren möchte, muss mein Transportnetz eine größere MTU haben, also in diesem Falle 9000. Ja, bitte? Erzählst du gleich noch ein bisschen was zu der Technik, die du da verbaut hast? Man hat da jetzt gerade einen Edgepoint gesehen. Kommt da noch mehr zu? Nee, zur Technik kommt eigentlich nicht viel. Okay, dann würde mich tatsächlich nochmal interessieren, was da jetzt für Hardware hängt. Also ich sehe da oben einen Edgepoint, das wäre ja ein 16-Port-Switch. Genau, da oben hängt ein Edgepoint, das ist ein 16-Port-Switch mit Ubiquiti Power over Ethernet, die da 24 Volt, glaube ich, machen. Wir gehen da auch mit 48 Volt Gleichstrom hoch. Und eine Glasfaser. Und da sind dann entsprechend die ganzen Antennen angeschlossen. Das heißt, wir gehen eigentlich mit 2 Glasfasern, einmal Strom nach oben an den Mast. Das heißt, das ist der Router, von dem du gerade sprachst? Nein, der Router steht unten dran in einem kleinen Container. Okay. Das da oben ist nur reines Layer 2. Was sind das für Point-to-Point-Links? Ubiquiti Airfibers. Aber 5 hat das HD?
müsste jetzt auch genau gucken, was da drunter steckt. Das Wireless-Zeug hat jemand anders gemacht, tatsächlich. Aber die R-Fibe, ja? Frage war, was machen wir gegen Parasiten, Vögel, Marder? Der Marder krabbelt da eigentlich nicht rauf. Die Rohre am Boden sind in Stahlrohre gezogen. Also die Kabel am Boden sind in Stahlrohre gezogen. Und ja, ich glaube, für Vögel ist es zum Nisten sehr uninteressant. Nö, bis jetzt nicht. Ja, Blitzschutz machen wir. Da kommt oben noch tatsächlich, das Foto ist noch ein bisschen älter, da ist oben jetzt ein Blitzschutz drauf. Wir haben nach unten auch eine Glasfaser, damit es nicht durchschlägt. Und das entsprechende Gleichspannungsnetzteil ist halt ein bisschen entkoppelt. Da war eben noch eine Frage. Schon erledigt? So, wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir, Wireless Aggregation. Jetzt möchte der Kunde irgendwie auch noch ans Netz kommen. Verrückt, ich weiß, aber damit verdient man dann letztendlich Geld. Das sogenannte Netzabschlussgerät ist eine Ubiquiti Nanobeam. So ein kleines Tellerchen, da fällt irgendwie hinten, ich glaube, zweimal Ethernet raus oder einmal Ethernet. Das Ding möchte am liebsten per Power over Ethernet versorgt werden. Und das kriegt der Kunde dann entweder an den Schornstein oder an die Hauswand geschraubt. So, und ab da darf er dann seine Fritzbox, Router, was auch immer anhängen. Upstream vom Kunden wird zum Mast hin in eigenes VLAN geschmissen, damit wir die Kunden so ein bisschen auseinanderhalten können, Layer 2-mäßig, damit wir wissen, okay, was ist denn Privatkunde, was sind Geschäftskunden. Ich sehe, der Max greift zum Mikrofon. Frag doch mal. Der ist gerade nicht ganz sicher, ob er es richtig verstanden hat. Ihr macht ein WLAN zwischen der Sektorantenne und jeder Nanobeam? Nee, sogar mehrere. Okay, das heißt, die Nanobeams konfiguriert auch ihr? Richtig. Und der Kunde kommt da nicht drauf? Richtig. Ah. Der Kunde kriegt sein Untagged WLAN, kommt nicht auf die Nanobeam, kann da auch nichts um- oder verstellen. Was ja gerade so frequenzmäßig dann interessant ist, weil wir die entsprechend auch festnageln wollen. Wir müssen die Dinger monitoren und so weiter. Da wollen wir nicht, dass der Kunde drin rumspielt. Und üblicherweise macht der Privatkunde dann mit so einer Fritzbox hinten dran PPP over Ethernet. Warum wir PPP over Ethernet machen, erzähle ich nachher noch mal ein bisschen detaillierter. Aber wir müssen halt die Kunden irgendwie authentifizieren, auseinanderhalten, irgendwas. Und da bietet sich tatsächlich PPP over Ethernet an. Ist halt ein bisschen Getunnel, aber es gibt Schlimmeres. Businesskunden machen kein PPP over Ethernet. Die kriegen halt einfach ein Stückchen Ethernet, was da rausfällt. Falk? Ja? IPv6? Ja, sicher. Auch PPPoE? DHCPv6PD. Okay. Also IPv6 machen wir nicht über PPP, also ja, schon über PPP over Ethernet, aber der Kunde kann sich per DHCPv6, wie wir heute Morgen gehört haben, ein größeres Präfix holen, wenn er mehr Netze braucht. Die Jumbo-Frames, die ihr im Backbone habt, die habt ihr aber jetzt nicht zum Kunden durchgereicht. Ihr macht eine 1500er Nein. MTU drauf und zieht davon die Encapsulation fürs PPPoE dann ab. Genau. Der Kunde kriegt halt tatsächlich am Ethernet 1500 übergeben, macht sein PPP over Ethernet, hat dann letztendlich eine MTU von 1492. Also kommen nochmal 8 Byte weg. Aber ich sag mal, das funktioniert an jedem DTAC-DSL-Anschluss seit gefühlt Jahren. Ja. Wie kriegen wir diese ganzen VLANs, die wir jetzt auf so einem Mast zusammengebaut haben, irgendwie ins Data Center? Weil wenn wir VLANs benutzen, ist ja bei 4096 Ende. Das wäre ja doof. Also haben wir da so zwei kleine Kisten sitzen. Lustigerweise auch hier APUs. Die VLANs aufnehmen und in VXLANs einpacken. Das heißt, meine 4096 VLANs habe ich nur lokal auf meinem einen Mast. Die kommen gar nicht ins Data Center oder irgendwo an, sondern ich nutze dann mein geroutetes Transportnetz.
und dafür dann halt VXLAN, EVPN im Overlay. Was ist VXLAN? Da habe ich jetzt schon relativ oft drüber geredet. Poor Man's MPLS. Entwickelt von Cisco, Arista, VMware. Ist jetzt ein RFC-Standard. VMware benutzt es mittlerweile nicht mehr, die machen Geneve. Ich habe jetzt statt meiner 12-Bit-WLAN-ID einen 24-Bit-VXLAN-Identifier, einen VNI. Das heißt, ich habe global galaktisch 16 Millionen VLANs. Damit sollte ich erstmal eine Weile hinkommen. Zur Not kann ich immer noch VLANs in VXLANs einpacken. Was VXLAN macht, ist enkapsuliert Ethernet-Frames in UDP-Pakete. Das heißt, irgendwie was ein Kunde mir per Ethernet schickt, nehme ich, packe das irgendwie in UDP ein, habe plötzlich ein schönes Layer-3-Paket und kann das irgendwo zielgerichtet durch die Gegend schieben. Dazu gibt es sogenannte Virtual Tunnel Endpoints, sprich immer die Enden von diesen Tunneln. Die nennen sich VTIPs. So, wie kommt der ganze Käse jetzt zusammen? Wir nehmen VXLAN als Overlay-Protokoll, man könnte auch MPLS nehmen. Die ganzen MAC-Adressen, die hinter meinen VXLAN-Tunnel liegen, plus meine VTAP-Adressen auf der Gegenseite, stecke ich mit EVPN ins BGP. Warum nehme ich BGP? BGP kann beliebige Routen und Pfade durch die Gegend schieben. Und das in einer Menge, sind jetzt, glaube ich, bei der Routing-Tabelle im Internet sind wir bei 800.000 Präfixen ungefähr. Und wenn ich dann mal so eine Million MAC-Adressen im Netz habe, stört das BGP nicht wirklich. Das ist dann halt so. Damit kann ich halt jeder MAC-Adresse meinen Endpunkt zuordnen. Ja? Kannst du das Mikro-Stück So, und plötzlich, ich kann meine gesamten Links im Backbone benutzen. Das heißt, habe ich 2, 3, 4, 5 mehr Gigabit-Traffic, als meine eine Leitung hergibt. Kann ich die durch Equal Cost Multipath mit benutzen. Das heißt, ich kann dann Load Sharing machen. Entweder per Flow, per Packet, per was auch immer. Ich habe mehr als 4096 VLANs in meinem Netz verfügbar. Das heißt, wenn ich einen Kunden habe, der sagt, hey, ich hätte gerne zwischen meinen drei Standorten ein VLAN, warum auch immer man das haben möchte, Kunden sind seltsam manchmal, dann kann man dem das relativ einfach schalten, indem man ihm dasselbe VXLAN steckt. Und plötzlich habe ich eine Layer 2 Reachability von links nach rechts über ein geroutetes Netz. Das Ganze ist mit Linux und Bordmitteln relativ einfach zu bauen, also einfach. Ich template, kann den ganzen Krempel in Ansible templaten. Und wenn ich IP-RAW 2 benutze, was die Jungs und Mädels von Cumulus gebaut haben, kann mein ETC Network Interfaces auch plötzlich mit so Sachen wie VXLAN Interfaces umgehen. Wenn ihr euch von letztem Jahr den Dunkle Magie im Netzwerk-Stack Talk nochmal anguckt, da ging es unter anderem über VLAN-Aware Bridges in Linux. Das kann man da auch benutzen. Das heißt, ich kann in meiner Linux-Bridge VLANs und VXLANs in eine Bridge stecken und zusammengnubbeln. Und damit habe ich schon meine ganze Magie von VLANs und VXLANs stecken. Das lässt sich tatsächlich über, ich sag mal hier, dieses bisschen zusammentüdeln, weil ich hier oben sagen kann, auf welches VLAN das VXLAN kommt. Und hier unten stecke ich das Ganze einfach nur in eine Bridge und habe damit dann vielleicht noch einen Upstream-Port, wenn es nötig ist. Ein bisschen variablenmäßig sieht die Konfiguration so aus. Ich habe mein Loopback-Interface. Das brauche ich für meine BGP-Sessions. Ich habe mein normales Interface in Richtung Backbone. Sprich, das ENP1 ist 0. Mit einem relativ kleinen Netz dran. Gut, Gateway MTU. Und unten kann ich dann einfach meine VXLAN auf VLAN-Mappings definieren.
Und wenn ich das für jeden, ich sag mal, für jeden Standort getan habe, fällt das Ganze einfach aus dem Config-Management. Das heißt, Kiste kaputt, okay, schön, neue APU aus dem Regal ziehen, einmal Debian in Debian booten, Ansible drüber laufen lassen, fertig. So, ich füge irgendeinen Kunden hinzu, entweder ich generiere mir die Variablen irgendwann dynamisch oder, wie Max das zum Beispiel mit Netbox gemacht hat, oder ich habe es momentan halt noch statisch, kriege aber damit tatsächlich eine nachvollziehbare Konfiguration hin, wann wer welches VLAN wo reingesteckt hat und warum vielleicht auch noch. Ein bisschen was noch zum Underlay. Wir nehmen OSPF als internes Routing-Protokoll, da sind wir faul, weil das ist irgendwie anstecken und geht. OSPF V2 für IPv4, OSPF V3 für IPv6. BGP nehmen wir, um alle MAC-Adressen im Overlay bekannt zu geben. Und das gesamte BGP läuft über zentrale Root-Reflektoren. Das macht zum einen die Config sehr einfach. Ich habe zwei Root-Reflektoren, auf die sich alle connecten. Ich zeige meinem Router die Root-Reflektoren. Fertig. Ansonsten bräuchte ich ein Full-Mesh zwischen allen Routern. Das eskaliert sehr schnell. Deswegen will man Root-Reflektoren. Und ich habe damit halt tatsächlich einen zentralen Punkt, auf dem die Routen ausgetauscht werden. Und das ganze Zeug kann ich auch alles im Datacenter lagern. Ja, das ist eine Frage. Ja, also die Frage, wo die Config herkommt, das sind tatsächlich Router, die sind unten an den Antennen, weil ich muss das Ganze irgendwo einmal einpacken. Aber danach habe ich halt einen ganz normalen Transport. Die reden mit anderen Routern. Und die reden mit den anderen Routern im Datacenter. So, ein bisschen was zu OSPF. OSPF, jedem Begriff, wahrscheinlich nicken, Fragezeichen. OSPF ist ein Interior Gateway-Protokoll, das heißt, es ist dafür ausgelegt, innerhalb eines autonomen Systems zu laufen. Das kann nicht ganz so viele Routen ab. Das kann so ungefähr, ich sag mal, das Limit ist irgendwo bei 65.000. Dann ist da sehr hart Schicht im Schacht. Sind wieder faul, wir nutzen nur Area 0, weil wir relativ wenige Router haben. So 60 bis 80 Router pro Area funktionieren noch ganz gut. Darüber sollte man dann gucken, dass man sich mal andere Konzepte ausbaut, aber da sind wir noch nicht, das machen wir dann, wenn wir da hinkommen. OSPF ist ein Link-State-Protokoll. Das heißt, jeder Router sieht den gesamten Zustand des Netzes. Der weiß, welcher andere Router welche anderen Links angeschlossen hat und kann daraus autark seine Topologie berechnen. Dann kommen wir nochmal zum BGP. Die Router sind alle im selben autonomen System, in dem Fall 65.000, da haben wir ein privates genommen. Für das Overlay-Netzwerk. Die BGP-Sessions baue ich zwischen Loopback-Adressen auf. Warum Loopback-Adressen? Wenn ich mehrere redundante Pfade von so einem Router weg habe, also zwei oder drei, und ich das auf meine Link-Adressen konfiguriere und mir der Link runterfällt, ist die Session weg. Das ist doof. Weil dann kann ja eigentlich immer nur eine, will ja zu einem Route-Reflektor immer nur eine Session konfigurieren und nicht drei. Deswegen nehme ich mein Loopback-Interface als Absenderadresse und habe halt immer einen Weg von meinem Loopback-Interface zu meinem Route-Reflektor. Damit ist es mir egal, ob irgendwie ein oder zwei redundante Links wegfallen. Ich kriege halt immer noch meine Routing-Verbindung hin und finde meine alternierenden Wege. Frage ist, warum sind die Router im selben AS? Wir könnten die auch in unterschiedliche AS tun, aber da wir das mit Route-Reflektoren nutzen wollen, sind wir halt auf IBGP festgenagelt. Ansonsten müssten wir halt entsprechende Peerings bauen und hätten wieder mehr Verbindungen. Weil so habe ich an jedem Punkt des Netzes, kann ich mir einfach irgendwo einen Router hochziehen, den auf die Route-Reflektoren werfen und es funktioniert.
Und die unterliegenden Pfade kriege ich über OSPF. Weil ich habe ja im BGP nur meine MAC-Adressen drin, da sind ja gar keine IP-Adressen drin. Ich könnte eBGP machen, bräuchte dann aber so ein, müsste dann aber Multihop eBGP machen. Und das verkompliziert die ganze Sache da wieder ein bisschen. Da ist noch eine Frage. Was ist ein Route-Reflektor? Steht da unten schon drin. Wenn ich IBGP habe, darf ich keine Fahrtattribute an so einer empfangenen Route verändern. Das heißt, Router kriegt eine Route und behält die und schickt sie nicht wieder raus, weil er sonst möglicherweise Loops erzeugen könnte. Die einzige Ausnahme dazu sind Route-Reflektoren, weil die wissen nämlich, von wem sie die Route bekommen haben und geben sie an alle anderen in demselben autonomen System weiter. Ansonsten bräuchte ich ja ein entsprechendes Full Mesh, also müsste jeden Router mit jedem peeren, damit die Routen entsprechend gelernt werden und deswegen Route-Reflektoren. Wir haben ein bisschen geguckt, mit was wir das bauen. Wir haben uns BERT angeguckt, festgestellt, BERT kann kein eVPN, also haben wir Free Range Routing genommen. Das ist die ganze Config. Mehr Magie ist das nicht. Ich habe mein Loopback-Interface, auf dem ich OSPF spreche. Ich habe mein Interface zum Core, auf dem ich OSPF spreche. Ich habe meine BGP-Konfiguration, die meine Fabric Neighbors definiert und als Absenderadresse Loopback, das Loopback-Interface hat. Und ich mache auf dem entsprechenden Interface, also auf der entsprechenden BGP-Session, machen wir IPv4 Unicast an, um möglicherweise ARPs durch die Gegend schieben zu können. Und wir machen Layer 2 VPN an und sagen, wir wollen alle VXLAN-Interfaces da reingeschoben haben. Und damit ist das Overlay fertig. Jeder, der im selben AS ist, kennt die entsprechenden Nachbarn, kennt die entsprechenden VTAPs. Und das funktioniert eigentlich sehr gut bis jetzt. Im Moment läuft das Ganze noch im Testbetrieb mit ungefähr 30 Kunden, wird aber gerade mehr. So, wir bauen da jetzt seit einem halben Jahr dran rum, halbes, dreiviertel. So, es gab halt so ein paar initiale Schwierigkeiten, wie der erste Mast war ein bisschen zu niedrig. Da waren dann so plötzlich so Dinge wie Bäume im Weg, die im Frühling plötzlich wachsen und irgendwie Blätter kriegen und sowas. Ist gerade so bei 5 GHz, ist halt so Line of Sight ein bisschen schwierig. So, dann habe ich ja versprochen, ich erzähle noch ein bisschen was zu PPP über Ethernet, warum wir das machen. Die Frage war, wie viel wir in dem halben Jahr ausgegeben haben. Kann ich nicht sagen, nee, müsste ich. Schätzungsweise, ich glaube, 200.000 Euro oder so zusammen mit Gehältern und alles. Vielleicht mehr, ich weiß es nicht, wäre so über den dicken Daumen. Ist auf jeden Fall gewaltig in Vorleistung. Wobei ja, man dazu wahrscheinlich dazu sagen muss, um mal gerade hier rein zu grätschen, dass die Hardware wahrscheinlich der geringste Anteil ist, oder? Die Hardware ist der geringste Anteil, also das Computerzeug und so. Der Mast war relativ teuer, weil da so ein LKW mit dran war. Dann vieles halt auch natürlich, klar, Gehälter, Büro und so weiter, was da mit dran hängt. Hardware an sich, ich weiß nicht, in Summe 20.000 Euro. Ungefähr. So, aber nochmal um zum PPP über Ethernet zurückzukommen. Hat einen ganz einfachen Grund. Was haben die meisten Leute zu Hause? Eine Fritzbox. Was spricht eine Fritzbox? Eine Fritzbox macht entweder DHCP oder sie kann PPP über Ethernet. Das können sie ziemlich gut. Bei DHCP habe ich das Problem, was mache ich mit dem Kunden, der nicht zahlt? Baue ich ihm die Antenne ab? Das ist ja auch ein bisschen albern. Oder was mache ich dem Kunden, der gekündigt hat? Gut, dann muss ich dann irgendwann die Antenne abbauen, aber
So kann ich einfach den User-Account deaktivieren, wenn ich PPP over Ethernet mache. Und der Kunde kann sich nicht mehr einwählen. Und ich kann über PPP over Ethernet ein paar mehr Sachen mitgeben als über DHCP. Bei DHCP brauche ich entsprechend ein Layer-2-Netz bis zum Kunden, wo halt auch der DHCP-Server drin läuft, wo dann alle Kunden drin sind. Und plötzlich sehen die Kunden sich auch noch gegenseitig. Oder ich muss für jeden Kunden tatsächlich einen VLAN bauen und das wird dann ein bisschen anstrengend. Eine Sache hast du ja auch unterschlagen gerade. Bei PPP hättest du auch die Möglichkeit, den Kunden, wenn er nicht zahlt, auf eine Catch-All-Seite zu leiten. Im Prinzip genau. Ihm darauf hinzuweisen, dass er ausstehende Rechnung oder sonstiges hat. Genau, das könnte man auch noch machen. Andere Möglichkeiten wären halt noch 802.1x. Das können aber die meisten Plaster-Router nicht, Fritzboxen auch nicht. Das wird zumindest schwierig. Dann gäbe es noch eine Möglichkeit IP over Ethernet. Kann auch wieder keiner. Können so ein paar Mikrotik-Boxen, soweit ich weiß. Aber wir wollen dem Kunden ja freistellen, welchen Router er benutzen darf. So, und wenn ich dann auch dem Kunden noch zusätzlich noch einen Router hinstellen muss, können wir das auch gleich in der Antenne machen. Nochmal CPE, Custom Premises Equipment, das Zeug, das halt beim Kunden vor Ort steht. Noch so ein paar Sachen, die für PPP over Ethernet sprechen. Ich kann den Kunden in der Bandbreite reduzieren. Das heißt, wenn der Kunde nur 25 Megabit bucht, kann ich ihn direkt am Concentrator wegshapen. Und ich muss es halt nicht erst bis zum Endkunden transportieren, damit die Antenne dann irgendwann das Shaping kriegt, sondern ich kann das direkt vorne wegshapen. Ich kann so ein bisschen kontrollieren, wer die Dienste nutzen darf. Weil selbst, ja? Okay. Wir haben im Moment pro Mast 2 Gigabit. Wie viel Bandbreite haben wir pro Sektorantenne? Wir haben im Moment pro Antenne runter 1 Gigabit. Uplink von dem Standort sind momentan 2 Gigabit. Das kriegen wir noch nicht voll. Das ist Dark Fiber. Das heißt, wenn es da zu eng wird, kommt da 2x 10 Gigabit hin und das sollte dann auch reichen. Genau. So, wo war ich? Genau, ich kann... Entschuldigung? Was geht realistisch über so eine Antenne? Das kommt darauf an, wie weit du weg bist, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, ob da gerade ein Vogel durchfliegt oder nicht. Also auf jeden Fall 200, 300 Megabit. So, und geht dann halt runter bis auf, sag mal, 80 bis 100 Megabit, wenn man so 5 Kilometer weg ist. Aber ist halt immer noch schneller als irgendwie das LTE oder das Gammel DSL vor Ort. Genau, das ist ein, also auf einem Sektor. Noch eine Frage vorne. Es wurde gefragt, ob die Latenz erträglich ist. Ja, ist die Frage, was definierst du als erträglich? Ne? Du hast über ein VDSL 100, hast du 20 Millisekunden Latenz. Bei einem Wi-Fi-Link hast du üblicherweise so 3 Millisekunden. Also du bist auch deutlich besser mit der Latenz unterwegs. Wenn natürlich viel auf dem Sektor los ist, geht die Latenz natürlich nach oben, weil der Sektor sagt, du darfst jetzt reden. Du hier. Ne? Ist halt ein Shared Medium in dem Fall, aber das Problem habe ich halt auch irgendwo im Kabelnetz nachher. Monitorst du die physischen Parameter pro Sektor irgendwo? Ja. Das heißt, du siehst im Prinzip, ob du Congestion hast oder ob du den Sektor nochmal aufteilen musst. Genau. Also wir sehen halt, wie voll der Sektor ist, wie viel Airtime wir da quasi zur Verfügung haben, ob die Airtime pro Kunde runtergeht. Das monitoren wir. Und der Backbone selber ist auf 5 Gigahertz. Der Backbone? Na, die Anbindung ist auf 5 GHz und nicht auf 2,4. Ja, die Anbindung ist auf 5 GHz. Habt ihr unten Mechanismus euch überlegt, was passiert, wenn der Kunde mit seiner Fritzbox neben eurem Downlink da steht und auf derselben Frequenz, 80 MHz, 5 GHz oder 160 Bandbreite? Wir hoffen, dass er weit genug weg ist von dem Nanobeam. Aber das wird er wahrscheinlich schon merken.
Aber ihr habt jetzt nicht in den Endgeräten irgendwie so einen Remote-Management-Zugang, dass du dann beim Kunden am CPE, eurem CPE, dich einloggen kannst und gucken kannst, wie Spektrum zum Beispiel aussieht vor Ort? Doch, ich kann mich auf unserem CPE einloggen, also auf dem Nanobeam tatsächlich, und kann dann halt mit den entsprechenden Ubiquiti-Tools gucken, wie sieht Spektrum aus, wer benutzt welchen Kanal, kann dann im Zweifelsfall dem Kunden auch sagen, hey, nimm mal einen anderen. Okay, danke. So. Das ist halt noch sehr manuell, das Ganze. Da gibt es noch nicht viel Automatik. Wo war ich stehen geblieben? Warum PPP over Ethernet? Genau, Kontrolle über die Dienste nutzen darf. Das heißt, auch wenn sich jemand, wenn irgendwo mal so ein Pre-Shared Key wegkommt oder ein 802.1x-Zertifikat und sich jemand in das entsprechende WLAN hängt, dann sieht er maximal PPP over Ethernet-Traffic. Wenn er Glück hat und mitsnifft, kriegt er vielleicht noch irgendwo einen Broadcast zu fassen, wo ein Username oder ein Passwort drinsteht. Da muss er dann aber tatsächlich viel Glück haben, weil so oft fällt die Verbindung nicht weg. Das heißt, dadurch kriegt man auch ganz gut kontrolliert, wer denn eigentlich das Netz nutzen darf und wer Bandbreite nutzen darf. Das heißt aber, dass du die SSID von deiner Basisstation zum CPE, dass ihr da einen Shared Secret WPA PSK 2 drauf habt, der ist dann aber für alle Access Points gleich? Der ist zumindest dann für den Sektor gleich. Das heißt also, innerhalb des Sektors, wenn du im JTAG drauf gehst, könntest du im Prinzip das Ding auslesen? Ja. Also klar, genug irgendwie Willen vorausgesetzt und kriminelle Energie. Geht das alles? Oder Spieltrieb, klar. Aber ich sag mal, da muss man dann irgendwo noch mal ein bisschen auf die Vernunft der Leute setzen. So, spannende Frage. Wie machen wir PPP über Ethernet? Normalerweise machen das so große Blechkisten, da steht dann Juniper oder Cisco drauf. Die machen das Ganze auch in Hardware. Wir machen das auf so kleinen Linux-VMs. Die kriegen ihr Layer-2-Netz per VXLAN zugeführt. Und wenn eine Kiste voll ist, kann man im Zweifelsfall ein VLAN in ein weiteres VXLAN aufteilen und eine zweite daneben stellen. Oder eine dritte, eine vierte und so weiter. Das kann ich innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Minuten machen. Vorteil von dieser, ich sag mal, virtuellen CPE. So, Kiste irgendwie performt nicht mehr richtig oder hat zu viel Last, stellen wir eine zweite daneben, eine dritte, eine vierte und so weiter. Da gibt es eine schöne Software für, die nennt sich Axel PPPD. Wird hauptsächlich irgendwo in Russland benutzt, habe ich das Gefühl, weil 3/4 des Forums auf Russisch sind. Die Software ist total unterdokumentiert. So, hier sieht so sieht die Config-Datei aus. Ja, schön. Und was machen die ganzen Optionen? Wenn man sich da mal so ein bisschen reinfrickelt und Beispiele und Source Code liest und ganz viel Google Translate bemüht, kriegt man dann raus, was das Ding alles kann. So, ich kann zum Beispiel Stumpfradius für die Authentifizierung. Ich kann damit tatsächlich per Radius sogar ein Shaping einbauen, der dann die Linux-integrierten Shaper-Tools wie TC und sowas und Token-Bucket-Filter benutzt. Das Ding macht selber DHCPv6-PD, also Prefix Delegation, indem ich ihm einfach einen Range gebe, auf dem er DHCPv6 spielt. Das ist eigentlich ein schönes Stück Software, funktioniert auch sehr stabil, ist halt nur leider unterdokumentiert, da müsste man mal was tun, um mal was in die Community zurückzugeben. So, dann haben wir noch ziemlich zum Schluss die Adressproblematik. Was mache ich als neuer Lil? Ich kriege 1024 Adressen. Was mache ich, wenn ich mehr wie 1024 Kunden habe und ich brauche noch ein paar für meine Infrastruktur? Dann muss ich leider so Dinge, hässliche Dinge machen wie Carrier Grade NAT, weil es bleibt mir nichts anderes übrig. Und ich muss natürlich Dual Stack machen, also sprich IPv6. Das ist wiederum total fluffig, weil das IPv6 kann ich überall einfach anschalten. Gerade mit, sagen wir mal, modernen CPEs, wie wir heute Morgen gesehen haben, sind das irgendwie 3 Mausklicks und dann geht es. Oder bei der Fritzbox ist es auf jeden Fall einer, IPv6 aktivieren. Das heißt, da ist irgendwie ganz dringend mal auf Content-Provider-Seite die Transition auf IPv6 notwendig. So, die wichtigen Leute, also die meistbesuchten Sites wie YouTube, Google, Netflix, haben mittlerweile alle V6. Ich glaube, eine Facebook hat das auch noch.
es irgendwas Großes, was kein V6 hat? Twitter. Gut, Twitter hat kein V6, GitHub hat kein V6. Azure hat kein V6. Azure hat kein V6. Amazon hatte lange Zeit auch kein IPv6. Mittlerweile scheint das aber für einige Load Balancer zu funktionieren. Also von daher. Ja, jetzt haben wir relativ viel über die Technik geredet. Und was machen wir sonst noch so? Machen Monitoring. Logging muss halt auch sein. Also ich will wissen, was da draußen im Feld läuft. Das mache ich mit Isinga 2. Und wenn die Geräte quaken, will ich auch wissen, dass sie gequakt haben und will mir das im Zweifelsfall zentral angucken können. Monitoring mache ich mit Isinga 2. Die ganze Konfiguration daraus fällt aus dem Ansible, mit dem ich sowieso alles andere aufsetze. Kann ja auch gleich das Monitoring damit aufsetzen, weil dann kenne ich schon alle Maschinen. Isinga sammelt für uns so ein bisschen Performance-Daten, sprich Interface-Auslastung, Plattenauslastung, Pingzeiten, den ganzen Sums. Das Ganze wandert in der Influx-DB und daraus kann ich mir hübsche Grafana-Dashboards bauen. So, das ist sehr managementkompatibel, wenn man dann so einen Zeiger hat für die Internetanbindung. So, hier, wenn das rot ist, musst du mehr Geld einwerfen. Ja, BGP, OSPF-Verbindungen natürlich, Neighbor States monitoren wir, Festplattenfüllstände, Erreichbarkeiten. So, Logging. Wozu brauche ich Logging? Wenn was kaputt geht, tut es das an mehreren Stellen. Und meistens komme ich auch nicht mehr auf das Gerät drauf, das gerade kaputt gegangen ist. Wenn ich Glück habe, kriege ich noch die letzten drei Syslog-Meldungen mit, die da sagen irgendwie CPU Overtemperature oder irgendwas ähnliches. Oder Hilfe Motherbus. Zentrales Logging ist wichtig. Ich hoffe, dass ihr in eurer Firma überall einen Syslog- oder Eventlog-Collector habt, der sowas tut. Was noch wichtig ist, alle Dienste sollten auf UTC laufen oder zumindest auf einer einheitlichen Zeitzone. Das kann sonst zu sehr verwirrenden Effekten führen, wenn man so durch Logs guckt, weil einige Zeitstempel irgendwie zwei Stunden vorher sind. Deswegen sollte man von vornherein irgendwie sich auf eine Zeitzone einigen. Am einfachsten geht tatsächlich UTC, weil man da auch bei Geräten, die man so aus der Kiste nimmt, gar nichts mehr konfigurieren muss. Die laufen nämlich meistens auf UTC. Zum Sammeln haben wir Greylog 2 mit einem Elasticsearch dahinter. Ich habe ein schönes grafisches Interface, wo ich mir meine ganzen Regeln zusammenklicken kann. Ich habe eine grafische Log-Auswertung und ich kann mir entsprechend Alarmierungsregeln zusammenbauen. Das heißt, bei bestimmten Events, hey, schick mir mal eine E-Mail oder eine Telegram-Nachricht oder ähnliches. Jo. Soweit. Fragen? Da hinten. Was kostet denn so ein Uplink, wenn ich den jetzt sage, 100 Mbit möchte ich haben bei dir? Was bezahle ich da? Müsste ich auf die Webseite gucken, aber ich glaube, es waren irgendwas um die 30 Euro. 30, 40, also Konkurrenz, Telekom konkurrenzfähige Preise. Ist das dann symmetrisch? Üblicherweise schon. Es lässt sich ja, denke ich mal, annehmen, dass Kunden viel Scheiße bauen, also illegalen Content ziehen. Was macht ihr, wenn ein Rechteinhaber nach Kundendaten klagt? Loggt ihr die Verbindungen, die die Kunden aufbauen, oder sagt ihr dann, nee, wir können nichts? Wir sind dazu verpflichtet, zumindest die IP-Adresse des Kunden für 60 Tage zu loggen oder wo er sich eingewählt hat. Bei CGNet können wir natürlich nicht viel tun, weil das kann irgendwie eine Handvoll Kunden sein, die dahinter waren. Das hat nichts damit zu tun. Das Problem ist, was du jetzt beschreibst, ist ein Legal-Problem. Die Bundesnetzagentur ist da auch und ihre Gesetzgeber sind da sehr eindeutig. Ab einer bestimmten Größe des ISPs musst du automatische Interfaces, APIs zur Verfügung stellen, wo die Strafverfolgungsbehörden die Daten direkt rausziehen können. Das ist das, was so unter dem Oberbegriff SINA-Box läuft. Da können sie halt live die Datenstreams rausziehen. Alle Datenleitungen in Deutschland sind überwacht. Alle Leitungen, Glasfaserleitungen, die rausgehen aus Deutschland, sind auch alle überwacht oder zumindest die Möglichkeit da, sie zu tappen. Also das ist auf jeden Fall immer vorhanden. Was er hat, ist aber ein kleiner Mini-ISP. Und da hat er eine wunderbare Situation, denn der Gesetzgeber sagt, wenn er ausleiten muss, weil jetzt zum Beispiel jemand jetzt Rechte verletzt hat und dann muss halt monitort werden,
dann kann er dafür Geld verlangen. Das heißt also, er kann sagen, der technische Aufwand, den er treiben muss, den kann er sich bezahlen lassen dafür. In der Realität sieht es so aus, dass die meisten Anfragen, die mir untergekommen sind, eigentlich alle nach den 60 Tagen gekommen sind. Und dann hast du einen mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja Leute, ich habe es gelöscht. Ich kann dir dazu nichts mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Also da sind dann auch die Kommissare, die dich zum Teil anrufen, dann auch sehr irritiert, dass du die Daten nicht so lange vorhältst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist praktisch null. Es ist auch, dass die Abmahnungen da reinkommen. Die großen Rechteinhaber, die abmahnen Rechtsanwälte, benutzen die APIs, die auch von großen Carriern zur Verfügung gestellt werden, um Massenabmahnungen zu machen. Die gehen da rein mit 10.000 illegalen IP-Adressen, die sie irgendwo gefunden, also legalen IP-Adressen, die illegalen Content gezogen haben, jagen das Ding auf die API, da fällt eine Excel-Tabelle raus, da wird ein Serienbrief gemacht und zack, gehen die Abmahnungen raus. Er hat 30 Kunden im Augenblick und wir wünschen ihm natürlich, dass er 3.000 bekommt, aber auch mit 3.000 ist er nicht verpflichtet, solche APIs einzurichten. Und deswegen ist er völlig uninteressant im Augenblick für die Abmahnindustrie, weil es einfach viel zu teuer ist. Er müsste 250 Euro wahrscheinlich nehmen für jeden einzelnen Vorgang, für jede einzelne Abmahnung. Und wenn du weißt, die Abmahnung, wo liegen die jetzt? Bei 400 Euro? Die Gewinnmarge für die Rechtsanwälte ist einfach nicht da. Also machen sie es nicht. Es ist einfach nur eine große Geldverdienmaschine. Ich hoffe, ich habe die Frage so ein bisschen beantwortet. Wir können auch gerne nachher noch mal weiter darüber sprechen. So, use smaller ISPs. Actually, this is true, yeah. This is a good idea and also it supports something which is, we have all these big ones and after the access providers are, we have actually now 3 or 4 access providers in Germany and we have in Europe 3 or 4 big ones which own, I would say 80-90% of all the access. Support your local ISP and yes, do it, because if they die, you have the only chance to get to the internet is you will have to use the big ones and you will never know what they do with your traffic. Okay. Ein Hinweis bezüglich Sicherheitskonzept. Auf dem Freifunkforum wurde jetzt gerade neulich das Ein Hinweis bezüglich Sicherheitskonzept. Im Freifunkforum wurde gerade ein Thread geschlossen mit einer Lösung. Freifunk Nord hat wohl ein BNetzA-kompatibles Sicherheitskonzept, also wohl ohne kommentarlos durchbekommen. Ich weiß nicht genau, ob das freifunkmäßig vielleicht etwas reduziert ist, aber zumindest mal einen Blick. Es liegt auf GitHub und freifunk-nord ist da das Stichwort. Sollte sich finden lassen. Vielen Dank. Genau. Und das andere, Open Nebula. Wieso Open Nebula? Hast du da Präferenzen in puncto gegenüber anderen Virtualisierungskonzepten? Ich krieg's in 10 Minuten funktionieren aufgesetzt. Okay, also so. Deine persönliche Präferenz, aber dir fällt nichts ein, weswegen du das... Gefühlt meine persönliche Präferenz. Es ist deutlich simpler und einfacher als ein OpenStack. Es ist freie Software, es geht einfach an libvirt dran. Mit Proxmox habe ich nicht so viel Erfahrung. Und wie gesagt, das ist... Du brauchst echte VMs und keine Docker-Container. Ich brauche echte VMs und keine Docker-Container, weil ich brauche Netzwerk-Interfaces. Alles klar, danke. Da hinten war noch eine. Ich wollte nur sagen, das Sicherheitskonzept von Freifunk Nord greift hier nicht, weil er ja als Gewerbetreibender auch Personendaten und so weiter in seinem System hält und das ist da überhaupt nicht berücksichtigt. Gut. Ja, danke für den Vortrag. Gerne. Kannst du mal kurz noch erklären, wie das so geografisch bei euch da oben aussieht? Also ihr habt jetzt einen Mast in der Mitte und dann habt ihr da 2 andere Masten noch dran gemacht? Oder? Wir haben erstmal einen Mast in der Mitte und dann noch, jetzt müsste ich lügen, an einer Mühle ein paar Kilometer weiter nochmal eine Schüssel mit ein paar Sektorantennen. Wir suchen uns halt tatsächlich hohe Punkte noch in der Gegend aus. Also die Ausdehnung ist dann so 10, 15 Kilometer insgesamt? Genau, erstmal 10, 15 Kilometer und dann geht es halt zum nächsten Mast, zum nächsten Mast, zum nächsten die Mast. Die Masten mit Glasfaser anbinden wollt ihr nicht? Oder ist nicht? Je nachdem, wie es möglich ist. Wenn ich Matschboden habe, dann lege ich mir da keiner Glasfaser rein. Also die lasse ich dann liegen auch? Ja, entweder wir lassen sie legen oder eventuell hast du einen Carrier vor Ort, wo du die Glasfaser mit benutzen kannst oder du musst halt tatsächlich einen Wireless-Uplink machen. Okay, danke. So, sind da noch weitere Fragen jetzt?
Letzte Chance. Ich hätte noch eine. Na. Warum habt ihr euch gegen Gerättunnel entschieden und habt VLANs gemacht auf dem Sektor Antennen? Gute Frage, weil das erstmal für uns logischer klang. Okay, die meisten Wi-Fi-Projekte benutzen im Moment Gerättunnels für diese Anwendung, weil die besser skalieren. Aber ja, ich war etwas überrascht mit dem VLANs. Naja, also wir haben zum einen sowieso Client Isolation drin auf dem Sektor. Und ich kann natürlich zu jedem Wireless-Client noch extra einen Gerättunnel ziehen. Aber ich sag mal, für die Anwendungszwecke, die wir haben, sind VLANs erstmal ausreichend. Und ich würde mal vermuten, es schmeißt mindestens zwei VLANs zu jeder Nanobeam, eins für Management, eins für Client-Traffic, oder? Richtig. Gut. Ja. Dann war das die letzte Frage. Nochmal vielen Dank, Falk. Gerne.